Willkommen zur dritten Vorlesung in der Reihe dieses Semesters. Architektur und Enzyklos Paideia, oder die Enzyklopädie, wie wir sehen werden. Wir sind aufgrund der Corona-Situation eine Woche im Verzug, aber ich glaube, das hat sich inzwischen etwas stabilisiert und wir werden einfach das ganze Semester, so wie es ausschaut, auf diese Weise abhalten müssen. Das heißt auch, für nächste Woche war ursprünglich kein Termin geplant, weil ich eine Reise hatte, die aber gestrichen ist. Und so können wir die vierte Vorlesung, die übermütige Intuition, Mathemata und Exuberance, einfach nächste Woche, gleiche Zeit, gleiches Setup vor den Osterferien machen. Und danach im Plan weiterfahren, so wie es ursprünglich angedacht war. Das Motto will ich nur kurz einblenden. Es geht ums Feiern des Intellekts, aber der Intellekt ist abgründig und gefährlich. Das sollten wir nicht vergessen. Heute das Thema Architektur als Enzyklios Paideia. Unser Text als Grundbasis ist das erste Kapitel aus Roberto Bodazzis Buch The Digital Beyond the Computer, das er bei Bloomsbury vor knapp zwei Jahren herausgekommen ist. Um vielleicht die Themen vom letzten Mal nochmal aufzugreifen, es ging um den Kanon der Künste, es ging um die Entwicklung der Artes Liberales im 19., im 18. Jahrhundert durch die Aufklärung und die Industrialisierung zu dem, was man seither eigentlich die schönen Künste und die mechanischen Künste nennt, also Artes Mechanica und Artes, die Fine Arts. Es geht darum, wie vor allem in der Architekturtheorie dieser Zeit, diese Aufteilung sehr unwillkommen war, weil die Architektur ja im Kern einen technischen, einen physikalischen, einen mechanischen Anteil hat, aber gleichzeitig auch die Kunst des Bauens bedeuten will. Das heißt, die Architektur ist sowohl Wissenschaft wie Kunst und hat keinen Platz mehr gefunden in der Organisation des Wissens, der Fächer, in der Aufklärung. Jetzt gehe ich doch noch mal schnell. Nein, okay, gut. Die Architektur konnte sich nicht wirklich eingliedern und wir haben uns mit diesem Begriff des Typus bei Quatre-Mères de Cassis speziell beschäftigt. Ich habe Ihnen hier dieses Bild als eine Art Recap in die Vorlesung genommen. Das sind die sieben freien Künste, die da sitzen, alle mit ihren jeweiligen Instrumenten oder Techniken, die ihnen helfen. Und die Vorstellung vom Typus ist eigentlich eine ganz ähnliche. Hier war die Idee immer, das sieht man auf dem nächsten Slide noch etwas besser. Dass man quasi mit den sieben Künsten allen Freund sein muss. Also man muss von denen viel verstehen und können. Man muss die eigentlich verinnerlicht haben, um dann selber etwas damit zu tun. Das heißt also, wenn man jetzt auf diese Weise Freund ist mit den freien Künsten oder wenn man in der Parlance von Quatre-Mères de Cassis mit Typen arbeitet, dann machen wir nicht wirklich eine Repräsentation davon, sondern es findet eine Art Prozess der Mimesis statt, die aber intellektuell ist und nicht wirklich ein Original als Vorbild direkt repräsentieren will oder abzeichnen, abpausen will, sondern es geht um einen Verinnerlichungsprozess. Hier ist eine zweite Illustration mit dem ähnlichen Interesse, das ist aus einer mittelalterlichen Schrift, eine der sehr frühen Enzyklopädien, auf die wir nachher ausführlicher eingehen wollen. Sie sehen den Titel, das ist ungewohnt für uns heute, Hortus Deliciarum, A Garden of Delights. Also das Wissen, was organisiert wird in einem Buch, wird als Garten des Erhöhenden, des Erfreulichen gelesen. Hier steht sehr schön geschrieben, das ist aus einem aus einem reflektiven Text zu diesem speziellen Buch.
The liberal arts are those subjects a citizen had to know in order to take an active part in civic life. In ancient Greece, this included participating in public debate, defending oneself in court, serving on juries, and most importantly, military service. The aim of these studies was to produce a virtuous, knowledgeable, and articulate person. Grammar, rhetoric, and logic were the core of the liberal arts. Und genau diese Bedeutung der sprachbezogenen Fächer, die hat sich mit dem, was wir die neuzeitliche Wissenschaft, die moderne Wissenschaft nennen, eigentlich auf den Kopf gestellt. Und das Quadrivium, die mathematischen Disziplinen, die wurden wegweisend auch für die sprachlichen Disziplinen. Und in diesem Konflikt versucht sich die Architekturtheorie ständig, ihren eigenen Ort, ihren eigenen Platz zu schaffen, der gleichzeitig Teil hat an den Wissenschaften, also denjenigen Disziplinen, die finden, aber auch an jenen der Künste, die eben nicht nur finden, was in der Natur schon da ist, sondern auch erfinden und Artefakte produzieren. Jetzt der Begriff der Enzyklopädie, das heißt wörtlich sowas wie eine runde Bildung, eine gut gerundete Bildung. Das heißt, es geht um eine Ausgewogenheit und nicht um Spezialisierung. Und das ist darin angelegt, ist ein Konflikt, den wir wieder aufgreifen werden heute, nämlich, dass diese Bildung natürlich mit Disziplinen stattfindet. Und Disziplinen haben natürlich mit Spezialisierung zu tun. Und es wird eine zentrale Frage sein, wenn wir uns Vitruv anschauen, wie er damit umgegangen ist. Also eigentlich Disziplinen in einem enzyklopädischen Buch zu versammeln und vor allem, was dann das Referenzgebiet ist. Ja? Also eine Enzyklopädie ist so interessant und wahrscheinlich auch deswegen so zeitlos als Form und auch kulturunspezifisch. Also es gibt großartige und sogar frühere Enzyklopädien aus dem asiatischen Raum, aus dem arabischen Raum. Wir werden ein paar wenige davon streifen, aber natürlich vor allem, weil wir damit besonders vertraut werden wollen in der kontinentalen, in der europäischen Tradition. Also eine Enzyklopädie versucht, anders als ein Wörterbuch, ein Gegenstandsgebiet zu explizieren und zu organisieren. Ein Lexikon will die Worte explizieren und Definitionen festschreiben. Die Enzyklopädie muss eigentlich ständig alles, was neu dazukommt, wiederum aufnehmen können in ihre Ordnung, die sie vorschlägt. Das heißt, eine Enzyklopädie ist a self-contained reference work, das heißt zirkulär verfasst, wie der Begriff des Kreises ja auch sagt. Und der Anspruch von Enzyklopädien ist immer eine comprehensive, also eine umfassende Darstellung, eine umfassende Zusammenführung von allem, was man zu einer Zeit weiß, anzubieten. Es gibt später allerdings auch Enzyklopädien, die dann die gleiche Geste, aber spezifisch auf ein Teilgebiet machen. Aber die Grundgeste ist die wichtige für uns. Und diese Grundgeste mit dieser Selbstbezüglichkeit, das will ich gerne in der Vorlesung heute mit dem Text von Roberto Potazzi in einen Zusammenhang stellen mit dem, was wir eine digitale Architektonik nennen könnten. Wenn Sie sich Potazzis Text schon angeschaut haben, dann beginnt er damit, also die These des Buches ist ja das Digitale jenseits vom Computer. Ja, es ist eine Entkopplung, das Digitale ist nicht, was der Computer macht, sondern das Digitale ist eine Figur des Denkens oder eine bestimmte technische Auffassung von Natur, die natürlich schon sehr viel länger praktiziert wurde als die moderne Technik mit dem sogenannten Computerzeitalter heute uns zeigt. Das heißt, er macht einen Bezug zu, man könnte vielleicht sagen, der Software, die Rolle von Software zu dem, was die Liberal Arts gespielt haben. Weil die Liberal Arts, die waren in Bezug zu der Enzyklopädie sowas wie die Mathematik des Wissens. Ja, also wenn alles, was wir wissenschaftliches Wissen nennen, im Kern einen Bezug zur Mathematik hat, also zu dem, was sich nicht über die Geschichte ändert,
in der Substanz, sondern immer gleich bleibt. Ja, also dass die, wie ich nehme wieder, das ist mein beliebtes Beispiel mit Thales und der Größe der Pyramide. Es spielt keine Rolle, zu welcher Zeit Sie die Größe der Pyramide messen oder wer Sie sind oder auch aus welcher Kultur Sie kommen, Sie werden auf die gleichen Resultate kommen. Das meine ich mit der Mathematik, nichts allzu Spezifisches sonst. In dieser Formulierung, wenn man jetzt sagen würde, Software heute spielt eine ähnliche Rolle in Bezug zur Organisation von Wissen, wie das die Liberal Arts früher gemacht haben, dann ist ein Unterschied sehr wichtig, den Potazzi auch sehr schön versucht herauszustellen. Mit dieser eigenartigen Formulierung, dass das Digitale außerhalb vom Computer und schon sehr viel älter da ist. Und zwar ist im Kern dieser Liberal Arts Tradition ein Prozess, der eine Art Verinnerlichung ist, also ein Sichbilden daran, dass man Objekte fertigt. Aber es ist ein Verinnerlichen, das auf ein, heute würden wir sagen, ein Subjekt, eine Person ausgerichtet ist und gleichzeitig aber auch ein objektives Wissensfeld artikuliert. Aber mit der Geste der Software ist es eigentlich genau invers, weil die Software ja damit arbeitet, dass man eine bestimmte Disziplin nicht mehr können muss. Das heißt, die Geste der Software verfolgt eine nicht Verinnerlichung, sondern eine Veräußerlichung. Und zwar, indem sie zwar auch Produkte macht, aber als Anfertigen, also auch Objekte macht, aber als Anfertigen von Produkten, viel mehr als von einem Objekt, in dem man sich dann spiegeln würde. Das heißt, es geht um klare Zwecksetzungen, es geht um eine ökonomische Ordnung, es geht um sehr weltliche, um rein weltliche und eben produktive Vorgänge. Und das ist ein Spannungsfeld, auf das wir dann im späteren Teil ausführlich eingehen wollen. Was ich schon vorgreifend zu dem dazu herausgreifen möchte, ist, dass er, und das ist eigentlich die Weise, wie er sein Kapitel organisiert, einen Bezug schafft zur Database, also zur Datenbank und zur Mnemotechnik, also der Technik des Erinnerns. Oder auch eine Kunst des Erinnerns. Eine Datenbank, das ist jetzt sehr verkürzt herausgegriffen aus seinem Text, hat zwei Charakteristika. Das eine ist, die Daten, die abgelegt werden müssen in einer Datenbank, die sind in einer Hierarchie organisiert. Und das zweite ist, dass auf dieser Hierarchie jetzt quasi eine Art Methode spielt, wie die Daten, die abgelegt sind, wiedergefunden werden können. Er nennt das the logic of retrieval, also eine Logik des Wiederauffindens der Daten, die abgelegt sind. Auf diese Weise können Sie sich eine Datenbank vorstellen, ein bisschen so wie zwei Zifferblätter, die sich aneinander die ganze Zeit reiben und aufeinander bewegen, aber nie ganz zusammenfallen. Ja, also es ist ein orthogonaler Unterschied zwischen den beiden Ebenen. Des Weiteren, das ist auch wichtig, einfach sich gleich zu also sich vorzustellen, eine Datenbank, ja, also die Faszination der Enzyklopädie ist, dass die nie voll sein kann. Das heißt, die Enzyklopädie entwickelt sich daran, dass sie alles Neue ständig wieder mit aufnehmen muss. Eine Datenbank demgegenüber ist finit, das heißt, sie ist abgeschlossen. Eine Datenbank muss neu aufgesetzt werden, können Sie sagen, so wie eine Enzyklopädie, und das stimmt, aber das ist eine sehr voraussetzungsreiche Geschichte. Aber wie in einer Enzyklopädie sind die Objekte, die in einer Datenbank abgelegt sind, referenziell, das heißt, sie beziehen sich eigentlich auf etwas, was außerhalb des Buches ist. Aber gleichzeitig müssen Sie in dem Platz, den Sie im Buch finden oder in der Datenbank finden, auch referenziell sein in Bezug zu allem anderen, was da schon drin ist. Und das heißt, das führt zu der wichtigen Einsicht, dass eine Datenbank, weil eine Datenbank ist quasi wie ein Objekt von diesen zwei Zifferblättern. Ja, Netzwerke sind anders. Also Netzwerke sind ja nicht strukturiert in der Weise, wie eine Datenbank es ist. Aber als Datenbank ist das eigentlich immer eine geschlossene Welt. Das ist das, was man heute eine Ontologie nennt.
in BIM zum Beispiel, ja, eine Ontologie. Und jetzt wollen wir uns kurz noch anschauen, das sind so wie Mottos. Seien Sie nicht ungeduldig, wenn das schnell geht im Moment, das wird nachher wieder aufgegriffen und die Idee ist, dass durch die Besprechungen der Beispiele aus der Geschichte diese technischen Worte greifbarer werden. Also Buttazzi stellt, er spricht davon, dass es auch analoges Computing gibt, das kennen Sie auch alle, das sind Computer, die nicht unbedingt mit dem binären System rechnen, sondern mit anderen logarithmischen Basen. Und er schreibt dazu, dass aber das Verständnis des Computings ein ganz anderes ist, ob analog oder digital. Und zwar ist es beim Analogen so, dass ein Designer, der mit dem Computer umgeht, er spricht ja vor allem Architekten an, deswegen beschränkt er es auf Designer. Es lässt sich aber natürlich verallgemeinern hier. Also der Designer von einem analogen Device, von einem analogen Computer-Device, der muss immer schon, so he decides what operations he wishes to perform and then seeks a physical apparatus. Ich sehe hier nicht die ganzen Zitate, aber Sie sehen es. Das heißt, Sie können folgen, wo ich lese. He has to seek a physical apparatus capable to carry out the operations in einer analogen Weise. Das Beispiel, was er dafür nennt, ist ein Rechenschieber, der eigentlich eine mathematische Formel, die Logarithmen betrifft, in ein technisches Instrument übersetzt und dann ohne zu denken und ohne verstehen zu müssen, performativ sein kann. Das heißt, ein analoges Instrument verkörpert immer eine bestimmte mathematische Theorie und eben auch andere Theorien, wenn man es verallgemeinert denkt. Demgegenüber spricht er von den modernen Computern als digitale Maschinen und sagt, der Hauptunterschied ist, dass die analogen Computer, denen gelingt diese Analogie nur, weil sie davon ausgehen, dass es eine kontinuierliche Basis gibt. Das heißt, dass die Prozesse, die in dem Instrument passieren, genau gleich wie die Prozesse in der Natur sind. So wie wenn Sie zum Beispiel ein Windrad bauen, dann ist der Wind das Kontinuierliche, was auch in der Natur stattfindet, aber ein Windrad ist quasi ein Device, ein Instrument, was mit dieser Kontinuität des Windes oder der Luftströme umzugehen weiß. Das bedeutet in der Mathematik auch, dass man sich im reellen Zahlenraum, also im Zahlenraum der Infinitesimalien, also wo es eigentlich keine distinkten Punkte gibt, bewegt. Und das, sagt er eben, ist beim Digitalen nicht gegeben, sondern das Digitale, Maschinen, die digital sind, die operieren mit diskreten Einheiten, nicht auf einem kontinuierlichen Substrat. Als Beispiel für eine erste digitale Maschine nennt er das Alphabet, die Lautschrift, die den artikulierten Atem, den wir bilden, wenn wir sprechen, in ein System von Buchstaben quantifiziert hat. Ja? Das ist diese Vorstellung, dass man mit einem endlichen und auch sogar jetzt in Bezug zum römischen Alphabet einem sehr kleinen Schatz an Buchstaben eigentlich alles sagen kann, was man sagen kann. So, das ist die Faszination des Digitalen. Gut, jetzt näher zu den Enzyklopädien. Das würde ich gerne anfangen mit einem Projekt aus der jüngeren Gegenwart, das heißt aus dem 20. Jahrhundert. Das ist ein Projekt von Paul Otelet und Henri Lafontaine. Beides waren Juristen. Und die haben sich überlegt, wie können wir das Wissen der ganzen Welt heute organisieren. Das war 1910. Die beiden haben für diese Vorstellung den Friedensnobelpreis bekommen und sie haben ein internationales Institut für Weltfrieden gegründet, was es zwar nicht in einer Kontinuität seit damals, aber heute wieder und auch immer noch gibt in Bern, in der Schweiz ist das lokalisiert. Und diese Fantasie, die sie angetrieben hat, das würde ich Ihnen gern
vorschlagen, in Bezug zu der Fantasie zu denken, die wir heute im, über Smart Cities, ja, oder World Cities, Weltstädte, also über diese neuen logistischen Ordnungen, die in unserer Gegenwart entstehen, damit in Verbindung bringen. Vielleicht ganz kurz, weil das ist dann wieder sehr fremd dazu, wie wir das heute denken mit, den, mit der Logistik. Das Mundaneum hat wirklich versucht, das gesamte Wissen, und zwar von seiner Form her, wie es bekannt war, in, seinen, in, sein, in seine Vorstellung zu integrieren. Das heißt, wir haben hier einmal die Welt als Pyramide. Das ist das, die ägyptische Herkunft. Die Welt als Pyramide, das heißt, in der Welt ist es eigentlich dunkel. Bei Platon wird das dann, oder sowas Ähnliches, zum Höhlengleichnis. Also dass wir immer nur die Schatten der Dinge sehen, im Innern von einem geschlossenen Raum und nie nach draußen können. Dann haben wir von Pythagoras die Vorstellung der Sphären, dass der Kosmos in Sphären organisiert ist. Das ist das dritte Bild, von links gelesen in der obersten Zeile. Das heißt, das sind sowas wie Architektoniken. Ja? Also es sind so prinzipielle, metaphysische Gesten, die sagen, wie wollen wir uns überhaupt die Welt erschließen? Und das kann man mit Kreisen tun, das kann man mit Triangel mit Pyramiden tun, mit Körpern oder mit geometrischen Formen. Das gibt immer das, was man in der Philosophie metaphysische Konstruktionsmodelle. Jetzt sagt die Philosophie natürlich nicht Konstruktionsmodelle dazu, aber de facto funktionieren sie so. Also alle die hat jetzt Ottle nicht versucht, sich für eins zu entscheiden, was normalerweise passiert, sondern er hat gesagt, mit der Weise, wie unser bibliografisches System organisiert ist zu seiner Zeit, und das ist aber immer noch das relevante bibliografische System, das heißt Universal Decimal Classification System, können wir von diesen unterschiedlichen Voraussetzungen abstrahieren und sie alle in Bezug zueinander denken. Die Vorstellung war, in einem Raum über Indexe, die durch solche abstrakten Architektoniken organisiert werden, das Wissen der gesamten Welt zusammenzuführen. Und das ist, wie gesagt, 1910, das heißt, das Internet gab es noch nicht, aber Sie können, denke ich, sehr klar hier eine Art Vorausgreifen des Internets auch sehen. Interessant ist aber, dass Sie wirklich daran interessiert waren, dem Wissen über die Form zu begegnen. Das heißt, es war ein Raum, es war ein Museum auch, ein Weltmuseum haben sie es auch genannt. Und im Innen steht das, was heute vielleicht noch am ehesten an einen, in den Möbeln, an einen Sekretär erinnert. Das heißt, an ein Möbel, was in viele kleine Schubladen gegliedert ist, organisiert ist, so dass man eben die Logik der Datenbank darauf anwenden kann. Das heißt, man weiß, es gibt ein Klassifikationssystem, wo man wiederfinden kann, was man wo abgelegt hat. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Illustration, die die Fantastik noch etwas konkreter ausdrückt. Das heißt, er stellt sich vor, dass in diesen kleinen Schubladen zum Beispiel der Krieg in Südafrika abgelegt ist oder die Gründung der ersten Frauenpartei in Großbritannien. Eine statistische Karte über bestimmte gegenwärtige Entwicklungen. Alles geht in nur ganz kleine Schublädchen. Aber in anderen Darstellungen ist auch deutlich, wie er das schon mit der Telekommunikation gedacht hat. Das heißt, es gibt da Telefone, es gibt da Telegrammapparate, es gibt automatische Rekorder und Spieler und so weiter, sehr früh. Le Corbusier hat mit ihm ein Projekt gemacht und hat in der Zusammenarbeit mit Ottle sich ein Weltmuseum, ich weiß nicht mehr, wie der exakte Titel ist, ausgedacht, was er tatsächlich auch an verschiedenen Orten in der Welt gebaut hat. Dort war die Idee, dass man quasi durch eine Art labyrinthische Plattformstruktur ständig in einer Gleichzeitigkeit von allen vergangenen Zeiten sich bewegen kann. Gut, ich würde jetzt gern diese Vorstellungen in Bezug bringen, noch einmal, weil das sich so herausbildet wie eine Art Motto, zumindest durch die ersten drei Vorlesungen.
dieses Zitat, wo wir ja uns eigentlich immer fragen, was ist es, was Theorie macht? Was ist Theorie in der Architektur? Was ist Architektur in der Theorie? Was ist das mit der Theorie? Gadamer de Gassi hatte den starken und schönen Satz, alle Theorie hat zum Ziel, zu lehren. Ja, the object of all theory is to teach. Und dann fügt er gleich an, but there is on every subject a limit to all reasoning. It is the mathematical line. It is the region of the imaginary where reason quits us and whither none can follow. It is also that of Icarus where the wings of the mind too frequently abandon him. So, das heißt, eine Art Übermut, das wird dann in der nächsten Vorlesung sehr detaillierter zum Thema werden. Und diesen Satz jetzt, den könnten wir etwas erweitern. Wir könnten den, wie man heute sagt, anders ausstatten oder dopen, das heißt abstrakter machen und anreichern. Und wir könnten sagen, the object, also das Ziel of all theory, is to inform itself through teaching. Ja? Damit hätten wir die Geste der Enzyklopädie, also eines Buches, was sich selber enthalten muss, und sich selber aber daran entwickelt, was es enthalten kann und eigentlich immer sich selber hinten nachrennt. So, das ist ein bisschen eine Vorstellung. Aber es bringt das, was sich kommunizieren lässt, also das, was sich mitteilen lässt, ja, was nicht nur entweder jemand kann es und jemand anders kann es nicht, sondern man versucht, dieses Können in eine Objektivität zu bringen, sodass es geteilt werden kann. Das kommt in eine Zirkularität, anstatt in diese Vorstellung, die ja bei uns immer noch so stark ist, dass wir etwas lernen, wie wenn wir einen Trichter am Kopf hätten und jemand füllt dann da Informationen rein. Es geht also gegen dieses Verständnis, ist Theorie und die Weisen, wie die Form der Enzyklopädie oder die Form des Wissens sich ständig neu erfinden kann, wieder mächtiger werden kann, das will ich gerne in Bezug setzen zu dem, was man in der Philosophie die Anschauungsformen nennt, also Forms of Intuition. Und über diese Forms of Intuition gibt es eine Art Vorstellen, was wir aktiv nennen können. Das heißt, es ist dann nicht einfach so, dass wir eine Idee haben oder eine Vorstellung und dann versuchen wir möglichst genau ein Bild davon zu machen, sondern wir können diese Idee, die wir haben, obwohl sie diffus ist, anfangen herauszufordern, mit in unterschiedliche Konstellationen zu bringen. Ja, also architektonisch mit den Ideen, die uns noch nicht klar sind, umgehen zu lernen. Das ist ein bisschen der Vorstellungsraum. Wir kommen jetzt gleich zu Vitruv, dass Sie sehen, dass diese Sachen tatsächlich die Leute immer beschäftigt haben. Und beim Vitruv ist eine Unterscheidung sehr aussagekräftig. Und zwar sagt er nicht, der Architekt muss eine gerundete Allgemeinbildung haben, also keine Enzyklopädie, sondern eine der alte Begriff ist Enzykliodiszipline. Das heißt, alle Disziplinen müssen in einen Kreis gebracht werden. Und dieser Kreis, der muss rund bleiben. Aber die Paideia oder die Bildung selbst, die ist quasi jetzt fast wie atmosphärisch oder also materiell geworden. Ja, also die Formen des Vorstellens, was ich vorher versucht habe, als Anschauungsformen zu beschreiben, das wird durch die Disziplinen etabliert. Für die Organisation vom Wissen ist das sehr entscheidend, dieser Unterschied, weil wir nämlich einmal die Vorstellung haben, dass sich das Wissen direkt im Raum abbilden lässt oder platzieren lässt. Wenn es direkt im Raum ist, dann sind wir bei so Möbeln, wie bei Otle, wie bei Mondaneum zum Beispiel. Oder in der Vorstellung, dass alle Künste einen Fächerkanon bilden. Ja, also in Fächern, das heißt Kompartimente im Raum. Wenn wir jetzt aber sagen, das Wissen besteht eigentlich in dem Können, mit dem es nicht nur gemacht, sondern auch verstanden wird, dann sind wir bei den Disziplinen. Und die Disziplinen, die würden sich dann nicht einfach nur im Raum ordnen, weil die finden ja in der Zeit statt. Das heißt, es gibt eine andere Anschauungsform von Raum und Zeit, je nachdem, wie wir über diese Ordnung denken wollen. Und das ist jetzt
eine Art Motto. Noch eins. um die Sachen, die folgen werden, einzuordnen. An der Architektur arbeiten wir uns ja auch immer an dieser komplizierten zeitlichen Bestimmung ab, dass die Architektur was mit einer Arche, mit einem Anfang, mit etwas Originellem zu tun hat, also mit einem ersten Ursprung oder so. Wenn wir jetzt aber in diese Geste des Platzierens in der Zeit, also wissen, was in der Zeit platziert wird, denken, dann hätten wir weniger eine Enzyklopädie, also wo die Bildung im Kreis stattfindet, sondern eine runde Bildung, die aber in der gezählten Zeit, also in Chronos. Chronos ist, wenn Sie wollen, jede Geschichte ist eine Art Chronik. Ja? Also, weil keine Geschichte kann ja alles, was passiert ist, aufnehmen. Das heißt, es sind immer nur eine gezählte Zeit. Manche sagen dazu ein Narrativ. Das ist sehr voraussetzungsreich, wie man da genau drauf hinschaut. Aber wenn wir sagen würden, das ist eine Art Chronopädie, also das gleiche Problem, was die Enzyklopädie hat, das heißt selbstbezüglich und in der Geschichte sich entfaltend und dennoch eine räumliche Organisation davon. Also sowas wie eine räumliche Organisation von Geschichtsschreibung, könnten wir sagen. Dann wäre das Wissen, was sich so organisieren lässt, in der gezählten Zeit versammelt und würde allen gehören. Das heißt, es wäre eine Art Erfahrungsschatz. Und dieser Begriff Erfahrungsschatz, der ist in einem anderen Wort, was wir oft als Synonym brauchen zur Enzyklopädie, nämlich dem Thesaurus, drin. Das heißt, da wird Wissen nicht nur quasi archiviert oder bewahrt, sondern es gilt als eine Art Kapital. Es ist ein Schatz, mit dem man ganz viel tun kann. Es ist nicht so sehr ein Ablegen der wahren Dinge, sondern man kann was damit tun. Und es ist gleichzeitig aber ein Schatz, der aus den Erfahrungen von allen möglichen Leuten gemacht ist und der niemandem gehört. Also so wie wir eigentlich klassischerweise Wissen definieren. Es ist ja absurd heute, dass Wissen immer Eigennamen kriegt. Ja. Schon Thales Theorem oder so. Das Wissen ist genau deswegen Wissen, weil die Person, die es findet oder erfindet oder formuliert, vollkommen irrelevant ist in Bezug dazu. Das heißt, es lässt sich teilen und weitergeben, egal wer man ist. Und damit möchte ich, um Ihnen dieses Spiel nochmal aufzugreifen, wieder auf diese mathematische Linie in Gadamer zurückkommen und vorschlagen, dass wir sagen könnten, die Architektur braucht einen Atlas, um eine Chronopädie zu machen. Ein Atlas ist ein Punkt im Außen. Und über diese räumliche Konstellation jetzt, also ein Innen, ein Außen und das, was es trennt, können wir mit dieser mathematischen Linie, also speziell die, von der Gadamer spricht, denken und sagen, dass das, was diese Linie verkörpert, ist eine Art kosmische Gussform. Ja? Also nicht die Ordnung des Kosmos. Also wir haben ja immer gedacht in der Geschichte oder meistens, dass die Mathematik die Ordnung des Universums abbildet. Und wenn man das denkt, dann ist es kompliziert zu sehen, dass die Mathematik sich selber entwickelt über die Zeit. Das heißt, sie bleibt immer sich gleich, unabhängig von einer geschichtlichen Zeit, aber gleichzeitig entwickelt sie sich natürlich zu enorm viel größerer Mächtigkeit. Das heißt, die Mathematik von heute, die kann uns zum Mond bringen und zurückbringen, das hätte die Mathematik nicht gekonnt vor 1000 Jahren. Und trotzdem ist sie aber zeitlos. Ja, also dann könnten wir sagen, dass dieses Modell, also Mathematik als Linie zu denken, wo man sagt, hier ist die Grenze von dem, was wir wirklich verstehen können, aber wir können mehr tun als das, was wir verstehen. Und dann sagen, die Formulierung von dieser Linie ist eine Art Gussform, wie in der Plastik, und zwar des Infinite Horizons, also des Bounding Circles, den man in der Aufklärung eben den kritischen Horizont genannt hat. In der Aufklärung war es so wichtig zu sehen, wir wissen viel, aber wir können es nicht exakt wissen. Ja, also es gibt Dinge, die können wir einfach nicht wissen und die Wissenschaft muss sich unterhalb von dieser Grenze bewegen. Das ist das, was man eine Transzendentalphilosophie nennt. Und dieser Horizont jetzt, den könnten wir uns als mathematische Linie denken, die immer wieder neu formuliert werden können, auf der Höhe der Zeit der Entwicklungen.
Damit lässt sich in Bezug zu dieser Linie der Krisis einen Punkt im Außen finden, der aber eigentlich unbegründet ist. Ja? Aber es ist ein Atlas, also ein Punkt im Außen, damit kann man die Welt bewegen. So, das ist etwas, was eigentlich sehr plastisch ist. Also als man angefangen hat zu sagen, es gibt Zahlen, die sind unendlich klein, dann ist das so ein Punkt im Außen. Ja? Das ist eine komische, das kann es nicht geben. Und dennoch kann man eine Mathematik entwickeln, mit der man wirkliche, reale Dinge tun kann, die genau damit umgehen. Und das Ähnliche mit dem, was wir heute die imaginäre Einheit nennen oder so in der Mathematik. Das sind, was ich meine mit solchen Punkten im Außen. Das sind eigentlich Atlasse. Und jetzt heben die Atlasse aber nicht die Welt auseinander, sondern sie gestalten das Verhältnis von Chronopädie und Architektur neu. Und der Vorschlag ist, und darauf werden wir eigentlich durch die ganze Vorlesung hinarbeiten, dass sich mit so einer Vorstellung etwas wie eine digitale Form denken lässt. Ja, also deswegen hatten wir am Anfang den Unterschied zwischen digital und analog so in den Vordergrund gestellt. Im Analogen denken wir, da gibt es, ist alles kontinuierlich, das Digitale it breaks it down, es macht diskrete Einheiten, aber wenn es diskrete Einheiten macht, dann kann es keine Form geben. Und wenn wir aber quasi diese Linie, das, was wir verstehen können und das, was wir nur tun können, aber nicht verstehen können, also nicht denken können, wenn wir das zusammendenken, dann können wir einen anderen Begriff von Form entwickeln, der in Bezug zur sogenannten Digitalisierung, glaube ich, ein sehr, sehr großes Potenzial hat. Diese Fragen, das ist eine Empfehlung oder ein Link, wo Sie sich selber umschauen können. Diese Fragen entwickeln wir in einem Studio an der ETH Zürich, das Meteora-Studio, das jetzt in diesem Semester zum zweiten Mal stattfindet. Und was wir dort tun, ist sagen, aus diesem über die mathematische Linie hinausgreifen und im Innern die Sachen neu organisieren. Das nennen wir Chambers. Und das erste Studio war Chambers of Nature, das zweite jetzt ist Chambers of Arguments. Das ist online auf der Webseite. Die Studentenprojekte haben alle ihre Pinterests und Blogs und so weiter, wo sie den unterschiedlichen Vorstellungswelten folgen können. Es gibt einen Reader dazu auch, den ich Ihnen gerne auf TIS hochladen werde, um sich damit vertraut zu machen, wenn Sie Interesse haben. Aber jetzt zum Vitruv. Der steht ja in gewisser Weise im Zentrum von diesen Überlegungen, insofern sie jetzt für uns heute hier in der Vorlesung relevant sind. Vitruv hat also im ersten Jahrhundert gelebt und er hat, das hatten wir in der letzten Vorlesung etwas angetönt, er hat sich vor allem auch mit den römischen Rhetorikern beschäftigt. Das heißt, dass er angefangen hat, Bücher über die Architektur zu schreiben, hat enorm viel damit zu tun gehabt, wie diese Bildungskultur, also die Artes Liberales, wie die sich politisch entwickelt und was die politisch bedeuten kann. Weil Wissen ist ja immer Macht und wenn Wissen geteilt wird, wenn Fertigkeiten gelehrt werden können und gelernt werden können, dann hat das eigentlich immer Implikationen auf die Regierungsformen, kann man sagen. Und er war der erste Philosoph, der direkt für den ersten Kaiser des Römischen Reiches geschrieben hat, der natürlich das Römische Reich durch die Architektur stabilisieren wollte, ausbauen, erbauen und stabilisieren wollte, Augustus und Cäsar. Das heißt, Vitruv hat Theoriebücher geschrieben, einerseits um das Wissen, dass gute Qualität möglich wird, für den Kaiser zusammenzufassen, aber andererseits auch, um eine objektive Basis zu einem öffentlichen Diskurs über die Architektur zu ermöglichen, dass nicht nur der Herrschende mitreden und entscheiden kann. Ja, das ist ein Schritt, der ist, ich würde sagen, weniger gewichtig als der im Recht, bei den Gesetzen, aber vergleichbar von der Weise. Das Gesetz und die Politik hat sich von dem Moment an völlig verändert, wo die Herrscher
die Gesetze öffentlich aufschreiben mussten, auf einen Stein, in einen Stein gemeißelt. Daher kommt noch die Formulierung, die wir haben. Ist das in Stein gemeißelt? Ja, also ein Gesetz, was nicht veränderlich ist. Von dem Moment an, wo die Gesetze kommuniziert sind, können plötzlich alle mitreden in der Auslegung davon. Das heißt, man kann einem Herrscher vorhalten, du bist ungerecht. Dich respektieren wir nicht mehr. Und eine ähnliche Geste ist das, wenn Vitruv in Bezug zur Architektur anfängt, so einen Theoriekörper zu machen. Aber es geht noch weiter, weil Bücher, so wie wir das heute kennen, das gab es eigentlich damals nicht. Ja, also ein Buch, damals hat man in Papyrus geschrieben, das waren Rollen, die aufgerollt waren. Ein Buch, wie wir es heute kennen, mit den Buchdeckeln, die eigentlich einen Inhalt beschützen und so weiter, das gab es damals nicht. Und das ist interessant, wenn man jetzt versucht zu verstehen, warum denn überhaupt um Himmels Willen schreibt der Vitruv 10 von diesen Büchern. Ausgerechnet 10. Und was hat für ihn dann dieses Buch bedeutet? Wie kann denn ein Buch, was quasi das gesamte Wissen der Welt, jetzt hier in Bezug zur Architektur, aber wie Sie wissen, ist Architektur zu dieser Zeit noch alles, das heißt, das ist die Generalistentradition. Wie kann es so ein Buch geben, was eben nicht eine Enzyklopädie ist? Also nicht die Bildung in den Kreis stellen will, sondern die Disziplinen in den Kreis stellen will. Ja. Also die Fertigkeiten selber, nicht das, was eine Fertigkeit tun kann. So können Sie sich die 10 Bücher vorstellen. Ja, das Pyramide von 10 Einheiten, die direkt so ein kosmisches Modell, ein architektonisches Modell aufgreifen, was auch in dem Mundaneum von Ottlet im 20. Jahrhundert noch drin ist. Das ist eine Figur, die heißt der Tetraktis. Und der Tetraktis ist eine Vorstellung, ist eine Art Mythos der Zahl 10. Und zwar, weil die Zahl 10 aus 4, aus 3, aus 2 und aus 1 besteht. Und mit diesen 4 Zahlen kriegt man die Summe 10 und im Zusammenspiel davon lassen sich alle Zahlen, die es gibt, formen. Und wenn jetzt Vitruv sagt, ich mache ein Buch, es geht um die Disziplinen, man muss das lesen als Architekt und sich durch die Worte bilden, also durch die Kraft der Worte, nicht der Zahlen, aber alle Zahlen sind versammelt da drin, über die Disziplinen, die die Zahlen organisieren, dann ist das ein Körper, der im Sinn von diesem Trivium gebildet werden muss. Und von dem, hat er behauptet, können wir sagen, es ist jetzt ein perfekter Körper. Ja. Ein perfekter heißt der beste, der vollkommenste Körper. Und die Architektur will ja immer, zu dieser Zeit zumindest, den vollkommensten Raumkörper ordnen und organisieren. Und das ist interessant, weil er damit nämlich eine Abstraktion macht von der Tradition des Kanons in der Skulptur. Ja? Oder von der Tradition des Kanons in den Artes Liberales, wo wir einen Fächerkanon haben. Was jetzt passiert, ist, dass das Buch, was in sich selber immer nur verweist auf das, was man damit tun kann. Das heißt, es hat ja nicht primär einen Status quo an Wissen, der unverändert durch die Zeit gebracht werden will, sondern das Buch ist ja eine Ansammlung von Instruktionen, wie man bauen kann und wie man als Künstler bauen kann. Das heißt, es ist eine Art Rezeptbuch, es ist ein Manual zu einem großen Teil, was aber natürlich durch den Rückgriff auf geschichtliche Beispiele und auf Status quo in der griechischen Philosophie, in der ägyptischen, in der Medizin, in der Materialwissenschaft, in der Mechanik, in der Mathematik, in allen Gebieten verweist, aber immer nur um zu zeigen, was die Disziplinen eigentlich können. Das heißt, es ist ein virtueller Körper oder ein symbolischer Körper. Und von dem kann er sagen, er ist perfekt, wenn er sich in diesem Kanon des Tetrakles oder des zehn, zehn, ja, zehnfächig ist schon wieder
ein Rückfall in die Fächer anstatt der Disziplinen. Aber Sie sehen bestimmt die Struktur. 10 hatte man, und das sind so Gedankenspiele, die wir in der nächsten Vorlesung anschauen werden, weil die gesamte Renaissance-Architektur davon inspiriert war. Es ist eine Symbolik, die immer mit dem Kosmos zu tun hat, aber auch mit der Mechanik und mit den sehr praktischen Tätigkeiten. Und die 10 hat geheißen das Teleon. Das heißt, das ist jene Zahl, die man erfüllen kann. Ja? That which has been brought to fulfillment, also die man ganz erschöpfen kann. Und was aber gleichzeitig wieder Basis für eine nächste Dekade wird. Das hat mit logarithmischen Überlegungen zu tun. Aber Sie haben sicher schon oft gehört, dass die Zahl 10 natürlich in Bezug zu Kanon und zu, speziell auch zu Vitruv sehr, sehr wichtig ist. Und ein Teil ist sicher, dass die 10 einen intimen Bezug zu unserem Körper hat. Mit den Fingern, mit den Zehen und so weiter. Aber wenn wir sagen, dass das architektonische Buch, dass die Theorie im architektonischen Buch quasi zum Ziel hat, sich selbst zu bilden. Ja, das ist die Linie, die ich Ihnen vorschlagen möchte, in Bezug zur Architekturtheorie. Jetzt, diese Zahl hat in der Symbolik natürlich noch viel mehr geheißen. Die kommt aus der Tradition des Pythagoras. Und Pythagoras ist eigentlich der Erste, der nicht nur uns die Harmonik formuliert hat, also uns Klänge gegeben hat, sondern damit eben auch Zahlen erfunden hat. Und das hat mit Kreisteilung zu tun, das schauen wir uns nächste Woche an. Und für ihn war die 10, weil sie die Summe der ersten 4 ganzen Zahlen ist, perfekt und in dem Sinn, dass es ein Schlüssel ist. Also die 10 ist ein Schlüssel, mit dem man die gesamte Ordnung der Natur sich erschließen kann. Das ist die Vorstellung dahinter. Und in dieser Vorstellung macht Vitruv die 10 Bücher, die dann einen Kreis der Disziplinen bilden und nicht mehr einen Kreis der expliziten Bildung, sondern der instruktiven. So, das ist ein etwas spekulativer Gedankengang, kann man sagen. Aber es gibt eine schöne Anekdote, über die viele Leute immer gerätselt haben. Und die will ich Ihnen in aller Kürze kurz vorstellen. Vitruv hat, der macht eine Art Strohmann-Argument. Ja, er sagt, okay, wenn es jetzt so einen Körper, einen perfekten Körper, der als Modell für das sich entwickelnde Kaiserreich, für das Römische Reich dienen soll. Wieso kann es denn sein, dass ein Text, dass Worte adäquater sind als eine Statue, also ein Körper, der zumindest versucht, einen fleischlichen, einen lebendigen Körper, einen perfekten, schönen Körper einzufangen. Und er erzählt die Geschichte in einem der Vorworte, ich glaube im zweiten Buch, bin aber nicht mehr ganz sicher, von einem Architekten, der hieß Dinokrates, und der hat eigentlich sich beworben beim Augustus, um das Römische Reich zu bilden, zu bauen als Architekt. Und Augustus hat ihn nicht wahrgenommen und dann hat er ihn getrickst. Und zwar hat er sich verkleidet als Herkules. Herkules war bekannterweise ein Held vom römischen Kaiser. Das heißt, er hat sich einen Löwenkopf als Mütze aufgesetzt und er war enorm athletisch und ein sehr starker, sehr schöner, für die damaligen Begriffe, Mensch. Und hat damit auch die Aufmerksamkeit gewonnen. Und dann hat er ihm sein Projekt vorgestellt für die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und das war, ich zitiere hier aus einem Text von Indre Kagis McEwan, der das alles sehr schön entwickelt. To form Mount Athos into the shape of a statue of a man who holds a walled city in one hand and a reservoir of water in the other. Das heißt, einen richtigen, einen menschlichen Körper als Modell sich vorstellen, der so ein bisschen wie die Gerechtigkeit, die Skala hält von dem, was er als Herrscher abschließen muss und dem, was das Notwendigste ist, womit aber der abgeschlossene Bereich versorgt werden muss.
Und der Kaiser hat das Projekt nicht gemacht, das heißt, er hat es amüsant gefunden, aber es hat, er ist nicht weiter verfolgt worden. Er ist aber Freund geworden mit Dinokrates und mit ihm immer umhergereist und hat aber dem Vitruv den Auftrag gegeben, das Wissen der Architektur in schriftliche Form zu bringen, in Buchform zu bringen. Das ist nicht mehr als eine Anekdote, aber man hat oft gerätselt, ob sich Vitruv nicht selber unsicher war. Ja, er sagt dann, Vitruv sagt dann, ja, ich kann selber nicht mithalten, weil ich bin sehr klein gewachsen, meine Gesundheit ist sehr schwach. Mein Körper kann auf keinen Fall ein Modell dafür sein, wie der Kaiser einen starken Körper für das Reich finden kann. Also wenn der sich direkt mit mir identifizieren würde, dann wäre das nicht zum Guten für ihn, sondern er muss sich mit dem, was ich denken kann, identifizieren, also das, was aufgeschrieben werden kann. Das ist also eine Art virtueller Körper. Sie haben hier wieder dieses Zusammenspiel, sowohl kontinuierlich wie auch diskret. Und der Vorschlag ist, über das architektonische Buch jetzt als eine andere Art von Kanon nachzudenken. Also ein Kanon, der die Proportionen von einem menschlichen Körper gibt, aber die Referenz von diesem menschlichen Körper ist noch nie erfüllt da. Ja, also ist virtuell, ein virtueller Körper. Das ist ein etwas anderes Sprachspiel für eine Geste, die natürlich notwendigerweise jede Enzyklopädie tun musste, an der sie sich entwickeln. Aber es ist eben anders, ob das in einem ideellen Kreis passiert oder ob quasi das, was repräsentiert werden soll, virtuell ist. Und das ist eine Verkehrung, würde ich sagen, zwischen enzyklopädischer Kultur und architektonischer Kultur. Es geht also dann, wenn wir das mal zulassen würden als Vorstellung, ich will nicht behaupten, dass das richtig oder die einzig richtige Leseweise ist, aber es ist eine interessante heute, dann haben wir sowas wie einen Kanon der Fertigkeiten, also der Disziplinen, aber die Disziplinen, die jetzt alle in eine mathematische Linie hineinlaufen müssen. Ja? Also des Fertigen, des Teleons. Nur ist dieses Teleons, also was man mit der 10 tun kann, ist quasi unbeschränkt. Es ist gleichzeitig finit und eröffnet. Ja? Also wiederum die Vorstellung von dieser Linie, dieser mathematischen Linie. Das heißt, es wäre eine Art, also die Sprache der Architektur, nach der Catherine Meyer de Cancy und viele andere gesucht haben, wären dann Worte, die eigentlich skulptural sind. Und jetzt ein bisschen, warum soll das skulptural sein? War denn nicht, weil bei Vitruv, was ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe, war ja eigentlich alles dahingehend, Architektur ist eben nicht Skulptur. Und in einem ähnlichen Sinn würde ich natürlich sagen, die Artikulation der Worte ist nicht quasi Erinnerungen schaffen, sondern Lebendiges festhalten zu können, referenzieren zu können. Aber über diese Mächtigkeit des Digitalen brauchen wir neue Vorstellungen, um mit Form und Struktur und Gestalt oder Shape und so weiter befreiter denken zu können. Dieses Motiv der mathematischen Linie ist so interessant, weil es jenes Gebiet ist, wo wir uns Dinge vorstellen können, wo aber unser Verstand und unsere Vernunft uns keinen Halt dafür geben können. Eine Weise, wie wir das jetzt in Bezug zum Digitalen und zum Instrument zusammenbringen können, ist zu sagen, das Instrument und die Skala entkoppeln sich. Also ein bisschen so wie mit den Musikinstrumenten. Sie können Notenskalen, Sie können komponierte Texte mit jedem Instrument spielen. Und dann wäre die Domäne der Skalen wäre das Digitale und jene der Instrumente das Analoge. Aber eines kann ohne das andere nicht wahnsinnig viel bewirken. Das ist die Vorstellung. Und das, glaube ich, hat viel mit dem zu tun, was eine digitale Architektonik sein kann. Also eine Art zirkuläres Schreiben. Nicht ein Schreiben, was in der Linie fortschreitet, sondern ein Schreiben, was quasi umschreibt, so wie das eben auch eine Enzyklopädie tut, das immer nur umschreibt und in dieser Geste eigentlich präspezifisch ist und prätopisch. Also vor jedem Raum
und vor jeder Anschauung. Also vor jeder Spekies heißt die Anschauung, das, was man sehen kann. Ich glaube, es dauert zu lange, darauf einzugehen. Ich lasse Ihnen das Slide hier. Sie können es auch von TIS herunterladen. Das ist so etwas wie ein Sudoku oder zum Rätseln ein bisschen. Ja? Das ist alles nicht richtig, hoffentlich auch nicht falsch, aber es sind so Denklinien, die sich daraus ergeben würden. Die Grundvorstellung ist eben, dass wir die Zeit nicht sehen können. Das heißt, Zeit können wir nur uns vergegenwärtigen, wenn sie gezählt ist. Zeit an sich können wir nicht sehen. Ja? Na, umgekehrt. Zeit können wir nur sehen, und zwar in der Weise, wie sie konstruiert ist, nämlich als aufgereihte Linie. Zeit können wir nur sehen, aber wir können Zeit nicht hören. Deswegen ist dieses Zusammenklingen für das Hören, für die Harmonik ja so wichtig. Und den Raum, da ist es umgekehrt. Den Raum, den können wir nur hören, aber nicht sehen. Das wird etwas klarer werden, wenn wir uns die Kreisteilungen anschauen und die Winkel. Gut, aber dann kommen wir jetzt zu einigen, damit Sie eine bessere Vorstellung haben, was das überhaupt sein soll, Enzyklopädien aus der Geschichte. Ich will Ihnen gerne einige Beispiele vorstellen, die wichtig waren. Als erstes, das wird nicht so oft eine Enzyklopädie genannt, wenn es aber darum geht, das gesamte Wissen einer Zeit zu organisieren, dann ist Lucrez natürlich mit dabei. Das heißt, er hat ein didaktisches Lehrgedicht geschrieben im 1. Jahrhundert vor Christus mit dem Titel De Rerum Natura on the Nature of Things. Und was er damit gemacht hat, ist, er hat eigentlich eine Vorstellung davon, wie man über Naturdenken kann, kommuniziert. Die von Epikur, das war ein anderer Philosoph, die eigentlich versucht hat, seine Lehren zu vermitteln, der sogenannte antike Atomismus. Was man dafür wissen muss, ist, dass dieser Atomismus eigentlich eine Theorie war, um den Menschen die Angst vor den Göttern zu nehmen. Das heißt, es war eine Theorie, die besagt, alles, was es in der Natur gibt, geschieht aufgrund von Naturgesetzen, und diese Naturgesetze, die haben keine moralische Botschaft. Das heißt, so wie wir alle Schwere haben oder wir haben ein Gewicht oder wir haben eine bestimmte Kraft, einen Radius. Naturgesetze, die sind nicht parteiisch. Alles ist davon unparteiisch affiziert. Und das heißt, wir können die Natur kennenlernen, verstehen lernen, ohne denken zu müssen, es wären immer irgendwelche Schuldfragen oder Gunstfragen im Diskurs mit den Göttern. Im 1. Jahrhundert vor Christus eine Naturphilosophie, die im Wesentlichen sagt, alle Dinge sind ein Gemisch aus kleinsten Partikeln, die sich im leeren Raum kreuzen und aus denen sich die Gesamtheit von allen Dingen ergibt. Ein anderes wichtiges Werk, was als Enzyklopädie gehandelt wird, das ist eigentlich so was wie das eines der ersten Geschichtsbücher, die nicht die Geschichten der Helden oder die Geschichten der wichtigen Leute erzählt, sondern eine Naturgeschichte sein will. Das ist von Pliny. Das ist ein Werk, das in 37 Bücher geteilt ist, und Sie sehen, es ist wieder gegliedert in 10 Volumen. Über alles, was man kennt, also Astronomie, Mathematik, Geografie, Ethnographie, Anthropologie, menschliche Physiologie, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Malerei oder seltene Steine. Ja? So ein Sammelsurium, würden wir dem heute sagen. Viele der ersten Enzyklopädien waren genauso. Ein anderes, etwas später aus dem 6. Jahrhundert, was auch eines der wichtigsten, also Pliny und Isidor sind unter den wichtigsten Wissenssammlungen, auf denen wir auch unsere Informationen beziehen, wenn wir zum Beispiel alte Texte lesen oder so, um zu verstehen, was die Worte damals bedeutet haben.
Und Isidor aus Sevilla hat aber eine etwas andere Geste gemacht. Er hat nämlich von Etymologien gesprochen. Das wird oft als Origines übersetzt und ist aber als solches eigentlich ein bisschen missverständlich. Denn was eine etymologische Enzyklopädie versucht zu machen ist, die Worte für das Wissen, das darin organisiert ist, denen werden jetzt selber bestimmte Entwicklungslinien zugesprochen. Und diese Entwicklungslinien, die sind nicht wiederum aus einer philosophischen Logik her begriffen, sondern empirisch. Ja? Also der Weg, wie sich ein Begriff entwickelt hat. Isidor beschreibt das, der beschreibt die zum Beispiel, wie die Buchstaben sich ergeben haben. Ja? Also nicht nur wie die Worte, sondern wie die Materialität der Worte zustande gekommen ist. Und er sagt, das Wort Buchstabe hat die Etymologie, die kommt von dem Weg und vom Lesen. No? Und zwar so, wie wenn die Buchstaben uns jeweils einen Weg bereiten, in dem wir uns fortbewegen können. Dann hier, das ist ein anderes, das ist jetzt ein mittelalterliches, ist auch ein sehr wichtiges, das hat geheißen On the Properties of Things. Das sind jetzt in diesem Fall 19 Bücher. Und Sie können sehen, wie das versucht, alles, was uns, ja, so als Sammelsurium, also alles, was man, wo man Dinge drüber weiß, irgendwie in eine Ordnung zu bringen. Ein Buch über Gott und seine Namen, eines über Engel, über das Gute und das Böse, eines über die Seele und die Vernunft, eines über die Körpersäfte, also über die Medizin, über die Temperamente auch, eines über den Körper, eines über das tägliche Leben, eines über Krankheiten und Gifte, eines über die Erde und die Himmelskörper, eines über Zeit und Bewegung, eines über Materie, Form und Feuer, eines über Wind und Wetter, eines über Vögel, eines über Wasser und Fische, eines über die Erde und ihre Oberfläche, über Regionen, Plätze, über Steine, Mineralien, eines über Pflanzen, Bäume, eines über Landtiere und eines über Farben, Geschmäcker, Gerüche, zusammen mit Messungen, Zahlen und Musik. Ja. Jetzt haben wir hier gehabt die Eigenschaften in dem Buch hier. Also The Properties of Things heißt, das, was den Dingen gehört als Eigenschaft, eine Property ist. Eine andere Geste ist die, die wir hier haben. Hier geht es nicht darum, den Dingen ihre Eigenschaften zuzusprechen, sondern es geht darum, was sind eigentlich die Quellen von dem, was man wissen kann. Es ist wieder ähnlich gegliedert, Sie sehen, wie das letzte. Das heißt, es gibt fünf Teile. Diese fünf Teile sind unterteilt in das Göttliche, das Weltliche, dann über das Wetter, die Elemente, dann eines über die Erde, über die Kräuter, über die Bäume, über die Metalle und eines über die Moral. Also sehr ähnlich wie das Buch vorher, nur unter einer ganz anderen Voraussetzung. Das heißt, er beschreibt nicht, was sind die Eigenschaften der Dinge, sondern was für Quellen, Fons Memorabilium, was für Quellen können wir identifizieren, aus denen das Wissen kommt. Und mit diesem Buch hier geschieht etwas sehr Wichtiges. Das ist der Speculus Majoris. Hier wird nämlich die Figur des Spiegels in die Enzyklopädie eingeführt. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr darum, direkt die Quellen oder direkt die Properties zu sehen, sondern eine Art Spiegelkabinettstruktur zu denken, wo wir immer die Reflexionen von unserem Wissen wieder zurückgespiegelt bekommen und wo alles darüber sich entwickeln kann. Dieses Buch hatte vier solche Spiegel eingeführt. Einmal der Spiegel der Natur, einmal der Spiegel der Wissenschaft, der Spiegel der Moral und einer der Geschichte. Dieses Buch hier war auch ein wichtiges, was wieder explizit
diesen Aspekt der Disziplinen aufgreift, ja? Und auch das Technische, was damit verbunden ist. Das ist, glaube ich, das erste im deutschsprachigen Sprachraum. Deswegen habe ich es herausgesucht. Im französischsprachigen Sprachraum, auch im 16. Jahrhundert, also gleiche Zeit, da gibt es einen ganz verrückten Literaten, könnte man sagen, François Rabelais. Ich hatte Ihnen am Anfang in der ersten Vorlesung von einem Werk erzählt in der französischen Literatur, wo ein Großteil der immer noch des heutigen Wortschatzes draus kommt. Das ist dieses Werk hier. Das heißt, er hat nicht wirklich versucht, alles in einen Kreis zu bringen, sondern der hat einen Romanzyklus geschrieben in 5 Bildern, ja. In 5 Büchern. Also die einzelnen Teile werden nicht mehr versucht, räumlich oder durch Querverweise sich zu vernetzen, sondern das sind Romane, die eigentlich eine Art Abenteuer beschreiben und aber zyklisch gehen. Und somit die Welt, die dieser Held des Abenteuers erlebt, in aller Fantastik und unbeschränkt ausgestalten kann. Gargantua und Pantagruel. Auch das war als Ausbildungsschrift geschrieben und gemeint. Und dann haben wir in der Aufklärung, das hatten wir letztes Mal gesehen, hatten wir die Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot, die gesagt haben, nicht den Spiegel wollen wir als kritische Figur nehmen, auch keine literarische Form, kein Gedicht, überhaupt keine Rhetorik, schon gar keinen Roman, sondern wir sagen, wir ordnen alles Wissen in eine Ordnung, die analog ist zu unseren Geistesfakultäten, also zur Erinnerung, zur Vernunft und zur Vorstellungskraft. Das war, wie gesagt, das Modell, wogegen dann Leute wie Gadamer, du kannst sie sich abgrenzen mussten, weil sie gesagt haben, ja, aber das ist alles nur reflektiv gedacht. Ja? Sie wollen zwar den Spiegel nicht, aber sie bleiben in einer reinen reflektiven, analytischen Logik, während das, was die Künste tun und was die Architektur tut, immer auch erfinderisch ist und nicht so bereinigt. Also die Vorstellung oder das Ideal ist nicht eine Reinheit, eine vernünftige Reinheit, sondern eigentlich mit den Gemischen tätig zu sein, was tun zu können. Jetzt habe ich Ihnen hier noch ein Slide mit ein paar Referenzwerken aus der arabischen Kultur. Es ist nämlich sehr entscheidend und wichtig, dass im arabischen Raum eines der ersten Bücher, also im europäischen waren die alle damals sehr christlich organisiert, im arabischen Raum hat Al-Khwarizmi, das war ein Gelehrter, der auch die Algebra nach Europa gebracht hatte, eine Enzyklopädie geschrieben, die übersetzt wird mit dem Titel Keys, Schlüssel zu den Wissenschaften. Und das ist deswegen so wichtig, weil was die Algebra vor allem bedeutet hat, ist zu sagen, wir machen jetzt ein Symbol fürs Null. Das heißt, wir rechnen mit dem Nichts. Und das ist für die christliche, Denkweise ein Sakrileg. Das darf man nicht. Ja, also mit dem Nichts rechnen, das darf man nicht. Das hat aber geheißen, dass man keine Algebra machen konnte. Aus dem arabischen Raum waren diese Gefüge anders. Er hat ein Buch geschrieben, die Künste des Ausgleichens und Balancierens, ja, was explizit diesen Nullpunkt zwischen positiv und negativ in einem mechanischen Sinn durchdekliniert. Das ist das Referenzwerk geworden für die gesamte moderne Wissenschaft auch in Europa. Aber es hat etwas Mechanisches im Kern, was sehr fremd war für unsere Kulturgeschichte. Und interessant ist auch, dass er seine Enzyklopädie nicht für eine Allgemeinbildung, sondern er hat eigentlich unterschieden zwischen dem, was heute genannt wird, das ist aus der Encyclopaedia Britannica, Indigenous Knowledge, also sowas wie arteigenes Wissen und fremdes Wissen. Das arteigene ist die Gesetzesgebung, das ist auch die scholastische Philosophie, die Grammatik. Das fremde Wissen ist alles, was nicht von uns hier kommt. Ist Arithmetik, ist Musik, ist Mechanik, ist Alchemie und so weiter. Und das Buch war aufgebaut, um für die
offiziellen Staatsleute eine Grundbildung zu geben. Also nicht für die allgemeinen Leute, sondern für die, ja, ein bisschen wie, ja, also für Beamte, könnte man sagen. Aber es ist eine Distanz im arabischen Raum. Im europäischen Raum hat man immer versucht, quasi ein unmittelbares Verhältnis zu finden zu den Dingen, die wir mit den Worten als Wissen festhalten. Und im arabischen Raum ist immer eine Distanz da. Wir haben Keys to the Sciences zum Beispiel. Dann haben wir ja, eigentlich tönen die auch sehr ähnlich. A Book of Choice Narratives, The Aim of the Intelligent in the Art of the Letters und so weiter. Wenn Sie diese Geschichte interessiert, dann kann ich Ihnen sehr den Eintrag empfehlen in der Enzyklopädie Britannica. Das sind ungefähr 60 Seiten voll erstaunlichen Anekdoten. Wir kommen jetzt aber zu Roberto Potazzis Text. Unser Interesse an dieser Geschichte der Enzyklopädien und seiner Geste, die im Kern widersprüchlich ist, nämlich ein Buch zu sein, was sich selber enthält, aber dennoch auf etwas außerhalb referenziert, in Bezug zum Digitalen zu denken. Ich will also gerne ein paar Zitate aus seinem ersten Kapitel aufgreifen und noch einmal durch die Argumente gehen damit. Der Begriff der Datenbank ist zentral für das Buch. Ich habe hier ein Zitat, was aufschlüsselt, wie er eine Datenbank versteht. Er sagt, a database is a large collection of data items and links between them structured in a way that allows it to be accessed by a number of different application programs. Ja? Das heißt, wenn Sie hier dieses Bild, was ich vorher hatte, mit den zwei Zifferblättern, die aufeinander verweisen, denken Sie sich das mal ganz viel. Ja, also viele, jedes von diesen Zifferblättern, was quasi auf die Grundordnung verweist, ist eine Software. Und dann beschreibt er, much of the semiotic analysis of historical artifacts concerned with collecting data has been focusing on the difficulties arising to unambiguously define both the individual elements, the primitives of a list, and the rules for their aggregation or combination, the formulae. This issue is not as crucial in the construction of a database, because both primitives and formulae are established by a priori by the author. In diesem Sinn also machen Datenbanken ihre jeweils ganz eigene Welt. Ja? Databases construct their own world, within which most of the problems highlighted can be resolved, a feature often referred to as semantic ontology. Und das ist jetzt aber wichtig zu verstehen. Also bei den Enzyklopädien ist immer die Welt, die reelle Welt ist die Referenz. Und alles, was man da wissen kann. Das heißt, die sind nie, jeder einzelne von diesen Enzyklopäden ist immer in der Argumentationsschule. Der muss immer sagen, wieso sind zum Beispiel irgendwelche Ammenmärchen nicht da drin, während Heldengeschichten durchaus gelistet werden. Ja, also die Frage der Inklusion und der Exklusion, die kann nie quasi mechanisch externalisiert werden. Und bei einer Datenbank ist es aber so, dass sowas wie ein Grundstock, eine Ordnung von Daten viel größer ist, als was eine bestimmte Software braucht, um Dinge zu tun. Das heißt, es ist eine Art geschlossene Offenheit. Ja. Oder so. Und weil das so ist, ist es ihm so wichtig, darauf hinzuweisen, dass Software nicht einfach in einem trivialen Sinn ein Werkzeug ist. Ja, er sagt, a superficial interpretation of software as a tool misses out on the deeper concepts and ideas nested in it. What aesthetic, what spatial and what philosophical concepts have been converging into the tools that digital architects employ today, daily? What is their history? What kinds of techniques and designs have they given rise to? The answer to these questions will not be found in technical manuals, but in the history of architecture and sometime adjacent disciplines, such as art, science and philosophy.
Digital tools conflate complex ideas and trajectories which can span across several domains and have evolved over many centuries. Das ist, glaube ich, auch die Einleitung zu seinem Buch und das ist sein Grundinteresse, was er entfaltet. Was sich daraus ergibt, ist, dass den Datenbanken und eben vor allem den Retrieval Systems, also den Algorithmen, die die Daten dann finden sollen, eine Art kuratierende Rolle zukommt. Und diese kuratierende Rolle, der spürt er jetzt nach in der Geschichte der Architektur und sagt, es ist eine Art Kuratieren, was immer den Daten eine räumliche Präsenz gibt. Und diese räumliche Präsenz zeigt sich dann darin, dass es eben bei jeder Datenbank, die er als Erinnerungskunst lesen will, ein Zusammenspiel gibt von einer Hierarchie, also räumlich, und einem Algorithmus, einem zirkulären, einem iterativen Prozess in der Zeit. Und weil diese Dinge so zusammenspielen, und ist es so, dass es bei jeder Datenbank, obwohl es ja Mathematik ist, Daten ist, Logik ist, immer auch eine Ästhetik gibt. Das heißt, es gibt eine Ästhetik von Datenbanken, die geformt wird durch dieses Zusammenspiel von Algorithmen, wo man die Dinge finden, mit denen man die Dinge finden kann und Hierarchien, in der sie abgelegt sind. Das heißt, die Form von Datenbanken, wenn wir jetzt davon reden, dass die Datenbanken eine Form haben, die ist sowohl organisierend als auch ästhetisch. Und ästhetisch, das können Sie ähnlich so lesen wie die Linie mit Quatre Mer de Quincy. Das heißt, es beinhaltet eine Art Denkprozess oder Verständnisprozess, der sich nicht, also der irgendwie gelebt sein muss, der gefühlsbezogen ist, der eine Kraft hat, eine affektive Kraft hat, die sich nicht einfach abstrakt repräsentativ darstellen lässt. Und die Charakteristiken, er sagt jetzt, diese ästhetischen Qualitäten, die lassen sich aber durchaus vergleichen miteinander. Und zwar, wenn wir jede Datenbank anschauen, aufgrund von den drei Charakteristika, in denen sie sich unterscheiden werden, nämlich einmal, wie genau ist der Außenbezug? Also die Daten speichern ja etwas, was einen Bezug zum Außen der Datenbank hat. Wie genau ist das? Und dann, woher kommt quasi der rationale Horizont? Also inwiefern ist es beschränkt? Auch wenn ein probabilistischer Möglichkeitsraum ganz, 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 ganz viele Kombinationen zulässt, ist er dennoch finit. Ja? Also das heißt, es ist nicht ein generativer Raum. Darauf werden wir gleich kommen mit den Beispielen, die er bespricht. Und das Dritte vielleicht, dass diese Innenbeziehungen, die die Datenbanken haben, immer eine Struktur sind. Also eine Topologie sind. Also nicht wirklich eine Form sind, sondern eine Topologie. Und weil das so ist, also weil es so verschiedene Ästhetiken auch gibt, sagt er, ist es durchaus sinnvoll, von einer architektonischen Skala zu sprechen. Und er verallgemeinert das und sagt, Datenbanken würden immer schon Daten in der architektonischen Skala verräumlichen. Das heißt aber auch, dass er die Datenbanken absetzt und entgegensetzt zu dem, was er Netzwerke nennt oder was Netzwerke sind. Und er sagt, die Datenbanken artikulieren einen in der architektonischen Skala und die Netzwerke, die sichern Territorium. Ja? Die gehen in die Fläche. Also im Moment haben wir ja viele Diskurse, immer Architektur gegen Urbanismus. Netzwerke werden mit dem Urbanismus, Architektur mit den Datenbanken. Und in diesem Zusammenspiel lässt sich Wissen, heute sprechen wir von Information, nicht mehr so sehr von Wissen, quasi verschachtelt platzieren. Also das ist eigentlich das gesamte Gestalten in der Perspektive von Potazzi, wird das gesamte architektonische Gestalten
zu einer Praxis des enzyklopädischen Tuns. Und dann sagt er aber, das ist nicht homogen oder uniform, sondern alle diese Projekte sind mit unterschiedlichen theoretischen Rahmenbedingungen, Frameworks, realisiert. Und diese Frameworks, die muss man verstehen können, damit es funktioniert. Darauf sind wir am Anfang eingegangen, nochmal zum Wiederholen, dass analoge, also analoge Formen des Computierens gehen mit kontinuierlichen Phänomenen um, digitale mit diskreten. Ja, beim Digitalen hatten wir gesagt, geht es um eine Literacy und um Skalen, beim Analogen geht es um Instrumente. Was ihn jetzt interessiert ist, oder deswegen kommt er auch dazu zu sagen, das ist wirklich in der architektonischen Skala, also Datenbanken. Das ist nicht nur eine Metapher, um zu sagen, dass jeder Informatiker eigentlich ein Softwarearchitekt ist. Es geht nicht darum, dass die Architekten nicht mehr in der architektonischen Skala arbeiten können oder sollen, wenn sie so denken. Ganz im Gegenteil. Und zwar beschreibt er aus der Geschichte, wie die Rolle der Kunst, der Erinnerungskunst, also Ars Memorativa oder oft auch als Erinnerungstechnik, Memnotechnik, beschrieben wird, über die Organisation von Raum als Datenbank nachgedacht hat. Ja, das sind wiederum, das ist die Tradition zu den Rhetorikern. Aber ein Beispiel vielleicht, was Ihnen das gut veranschaulichen kann, ist eine alte Geschichte von Simonides, hat das erzählt, Simonides von Kreon, glaube ich. Da ist ein Bankett, das ist der Mythos, wie die Memnotechnik entstanden ist. Und da war ein Bankett, also ein Symposium hat stattgefunden, alle Leute haben sich zugehört und miteinander geredet und waren ganz abgeschlossen in einem inneren Raum des Geschehens. Und einer von den Gästen hat plötzlich ein Knocken an der Tür gehört, dass jemand da ist und ist aufmachen gegangen. Und in dem Moment, wo der bei der Tür war, ist das ganze Haus zusammengebrochen. Alle Leute waren tot. Und nachher, um zu rekonstruieren, wer da gewesen ist, hat dieser eine Gast sich die Sitzordnung der Leute erinnern können. Also wer saß neben wem, wer hat mit wem gesprochen. Und so ließ sich eine Darstellung dieses Unglücks beschreiben. Das ist der Mythos, mit dem die Erinnerungstechnik, das heißt durch eine örtliche Verortung von Information in einem Raum, in dem man sich vertraut fühlt. Das ist immer das gleiche Prinzip, auch wenn Sie Sherlock Holmes schauen, mit seinen Erinnerungspalästen oder viele der Indexsysteme. Das heißt, es ist etwas, was ganz inhärent architektonisch gedacht ist, wie wir unsere Erinnerung trainieren können. Und es ist in diesem Sinn, dass Roberto sagt, also das Digitale jenseits des Computers ist nicht nur genuin architektonisch, sondern die Architektur hat immer schon computiert, weil sie nämlich solche Ordnungsstrukturen in einem innerräumlichen organisiert. Also man kann über Architektur als Retrieval and Computational System nachdenken, woraus sich ein ganz anderer Blick eröffnet auf andere Kategorien, mit denen wir über Architektur denken, Typologien zum Beispiel. Und die Frage ist dann natürlich, wie man sich das denken kann, dass diese Datenkompression, die ja bei dem Computer so wichtig ist, wie sich die denn in der Architektur äußern würde. Und das hat viel mit der Ikonik zu tun. Also auch beim Computer nennen wir die Knöpfe Icons, im Sinn von, das sind nicht wirklich repräsentative Bildchen, die mir zeigen, was passiert, sondern das ist sowas wie, wenn ich den Wasserhahn anlasse, ja? Das ist sowas wie ein Tapping into a Potential mit den Icons.
Und was er macht, ist, er liest Paläste mit Panoramas an den Wänden, natürlich die Präsenz der Skulpturen, alle die kunstgeschichtlichen, kunsthistorischen Eigenheiten in dieser Perspektive. Was haben die, wieso sind die da? Wieso sind die in den öffentlichen Orten? Und jetzt nicht mit dem Interesse, quasi das kunsthistorische Wissen richtig in den Epochen oder den Stilen zuzuordnen, sondern aus einem räumlichen Interesse heraus. Was für Wissen wird damit organisiert? Die Ausgestaltung der Paläste, der Gärten und so weiter. Und das alles anschauen neu unter dem Gesichtspunkt von Architektur, als ob es quasi mit Metadaten und durch Kryptographie organisiert ist. Das ist sehr faszinierend. Ich habe 2 oder 3 Beispiele, die ich gerne aufgreifen möchte. Ihn interessiert also an diesem Bezug des Digitalen, der Architektur, dass man über Architektur als so etwas wie Engines for Creative Writing nachdenken kann. Also so etwas wie automatische Schreibmaschinen, die aber jetzt nicht bedeuten würden, dass wir nicht mehr damit denken, sondern im Gegenteil. Das heißt, der zentrale Moment ist diese Geste der Algebra, dass man mit dem Nichts oder mit dem, was wir nicht kennen, rechnet. Das heißt, es kann nicht erschöpfend sein. Es muss die Geste der Architektonik, der Enzyklopädie folgen. Das heißt, man muss ein Werk schaffen, was alles enthält und sich selber mitreflektiert. 4 Beispiele, die er bespricht. Das eine ist Ramon Lulls Ars Magna. Da kommen wir gleich drauf. Ein anderes ist ein Theater, was die Idee des Theaters verkörpern sollte. Also nicht das Theater als Ort der Ideen, die vorgestellt werden, sondern die Idee des Theaters selbst als Theater gebaut. Das ist, glaube ich, aus dem 14. Jahrhundert, da kommen wir gleich drauf. Dann die 2, die wir uns nicht genauer anschauen werden, sind Leibniz und seine Ars Combinatoria aus dem Barock oder dann aus neuerer Zeit Abi Warburgs Memnosyne Atlas. Zu beiden finden Sie ganz viel Material online. Und vor allem die Ausstellung von Abi Warburg würde ich Ihnen sehr empfehlen, wirklich sich das anzuschauen, weil es nämlich enorm viel mit den Themen zu tun hat, die wir über den Typus letztes Mal besprochen haben. Also er hat gesagt, ich will die Themen, die in Bildern behandelt werden, denen will ich assoziativ nachspüren können. Ja, also nicht die Bilder klassifizieren nach den Themen, sondern eigentlich sowas wie präspezifisch durchs Bild hindurchschauen und die dahinterliegenden Themen in eine museale Ordnung bringen können, dass diese Themen direkt durch die Bilder miteinander sprechen. Gut, aber jetzt zu den 2 Beispielen, die wir haben. Das eine ist dieses L'Idea del Teatro von Camillo im 15., 16. Jahrhundert. Und was er gedacht hatte, war eigentlich die Memnotechnik zu invertieren. Also nicht, dass die Architektur immer die Struktur bietet, wo man dann wiederfinden kann, wo man das Wissen platziert hat, sondern ein Theater machen, wo man schaut, wie das Wissen sich selber quasi aufführt. Ja? Das heißt, in dem Theater, was Sie hier sehen, die Zuschauer waren im Innern auf der Bühne und in den ganzen Rängen und Plätzen, das war nach einem planetarischen Modell geordnet, also so wie Sie es bei den anderen Enzyklopädien gesehen haben. Der hat so Kategorien genommen, wo er gesagt hat, in denen allegorisiert sich das Wissen und wird sowas wie als abstrakte Person präsent oder als abstrakte Struktur präsent. Und mit dieser Struktur hat er das Theater gebaut und hat alles Wissen platziert. Und die Idee war aber, also er hatte dann so Maschinen auch gebaut, wie man die Personen im Publikum, die Darsteller des Memory-Theaters sind, wie man die herausfordern kann, wie man die miteinander in Bezug setzen kann und so weiter. Also der Versuch, die Mechanik und Maschinen mit dem architektonischen Raum
auf eine neue Weise zusammenspielen zu lassen, so dass der architektonische Raum nicht eigentlich eine Ordnungsstruktur verkörpert, sondern dass man aus dem Unbewussten dieser Ordnungsstruktur heraus Dinge finden kann, die aber alle aus dem Wissen heraus erfunden sind. Also dass man quasi die eigene Psychologie tricksen kann. Also nicht nur, dass ich das erfinden kann, was ich selber kann, sondern sowas wie automatische Maschinen, die eine Art Unpersönlichkeit in den Vorstellungsraum bringen. Das ist Giulio Camillo. Und das ist sehr... Ah, hier ist eine Darstellung, wie er das gemacht hatte. Also Roberto schreibt: Camillo directly utilized architecture in the form of a classical theater to organize and compute the information stored. The theater was a physical place as much as a mental map, an externalization of the cognitive and associative processes constantly at work in the brain. Ja. Also diese Metapher, dass unser Hirn eigentlich wie eine Bühne funktioniert, wo die Ideen durchschwirren, wo man sie platzieren kann, wenn wir Gedanken festhalten und so weiter, das hat er umgekehrt und hat gesagt, wenn unsere architektonisch gebaute Welt nach diesem Modell gemacht ist, dann können wir eigentlich in dieser architektonischen Welt neben uns selber treten und unser Hirn live beobachten. Die Weise, wie er es organisiert hatte, war so in einer Art Sphärenmodell. Ja? Ein Sphärenmodell, 7 Planeten, dann ein Bankett, in which the oceans transport, jetzt kann ich das nicht lesen, ja, Sie können es lesen, also Symbolisierungen von allem, was man wusste, mit dem quasi das Theater ausgestattet war, und dann, weil wir ja das alles wissen, was da ist, beginnt ein Theater zu spielen in unserem Kopf, das gewissermaßen getriggert wird von der objektiven Räumlichkeit, aber natürlich nur in unseren Köpfen auch lebendig ist. Das ist ein ganz bekanntes Projekt, auf das sich auch jetzt in Bezug zum Digitalen natürlich viele bezogen haben. Dann ein anderes, was ihn fasziniert hat, ist dieser Gelehrte, ein Geistlicher war das, in Mallorca, Ramon Llull, der hat eine Ars Magna erfunden. Also eine große Kunst, und Magna hat viel mit einer auch spirituellen Größe zu tun. Der hat gesagt, wenn die, ähnlich wie Camillo, ja, also wenn die Architektur so etwas wie ein künstliches Memory ist, dann können wir ja unsere Erinnerungen in einen Fluss bringen. Das heißt, wir können Bewegung in die Erinnerung bringen. Also nicht nur durch die Erinnerung Bewegung im Jetzt, sondern im Jetzt, durch das Jetzt Bewegung in die Erinnerung. Der Hintergrund bei ihm war aber auch sehr klar der, dass er diese Installation, dieses Denken benutzen wollte, um Leute zu bekehren zum Christentum. Das heißt, die Kombinationen, die sich so ergeben, die hatten dann immer eine Art Schlüssel, ob sie vernünftig sind oder nicht. Aber dennoch ist das ein algebraisches Denken, was eine neue Dimension, eben die der Bewegung, in die Erinnerung selbst hinein einführt. Dann bin ich bei der zweitletzten Folie, um die Fäden zusammenzuführen. Es geht also um dieses Doppelverständnis von, man könnte fast sagen, Mathematik als freie Künste und freie Künste als Mathematik, was sich eben aufgespalten hatte in die mechanischen und die schönen, ja, Künste. Also wie man quasi dieses Verhältnis wieder invertieren kann, so wie Camillo die Memnotechnik invertiert. Oder wie Leibniz oder Lull mit diesen kreativen Schreibmaschinen die etablierten Ordnungen stülpt, von innen nach außen. Also nicht das eine ist falsch und das andere richtig, sondern das eine ist erschöpft. Woher finden wir neue Energie? Ich habe versucht, unterschiedliche Verständnisse des Kanons durchzuspielen. Und jetzt heute am Schluss, vor allem eben mit dem architektonischen Buch, eigentlich von einer Enzyklopädie zu einer Enzykliosdiszipline zu kommen, also einer in einen großen Zusammenhang gebrachten Disziplinen im Sinn von
Können, also das Wissen, was man kann. Nicht das Wissen, was man repräsentiert, was man repräsentieren kann, sondern das Wissen, was man verinnerlicht kann. Und damit vielleicht nochmal, um auf diese Rolle der Skulptur zurückzugehen. Also der Roberto schließt auch sein Kapitel mit eigentlich der Forderung, dass wir jetzt heute in dieser unmittelbar digitalen Realität dringend eine Kunst des Vergessens brauchen. Ja, also wieder diese Geste des Stülpens. Wenn jetzt uns so vieles vertraut geworden ist über Technik, Wissen, Erinnerung, Enzyklopädie, mit dem Ziel zu erinnern, dann ist unser Problem heute eigentlich das, wie wir aktiv vergessen können, ohne natürlich es nicht mehr erinnern zu können nachher. Deswegen ist es so wichtig, das Wissen oder die Ideen in eine objektive Form zu bringen. Wenn es als Ding da ist, dann muss ich es nicht dauernd im Kopf haben. Und das ist natürlich ein Verständnis davon, was die Skulptur tut. Also wenn die Skulptur nicht so sehr Modell im Sinn von Vorbild oder Ideal, zu dem man hinstrebt oder so, in der Reflexionslogik, sondern eine Art Speicher von Wissen, die das Denken frei macht, nicht die das Denken ordnet. So eine Art Drehung. Und das geht mit dieser Vorstellung einer Chronopädie. Damit sind wir am Schluss. Wir haben nächste Woche, hoffentlich ohne Unterbruch, die vierte Sitzung, ist das nicht die dritte, wo viel deutlicher nochmal aufgegriffen wird in der Mathematik, eben nicht primär in der Mathematik, sondern in der Architektur, der Renaissance und des Barocks, wie diese abstrakten Spielereien die Architekten inspiriert haben, was für Artefakte daraus hervorgegangen sind und was für quasi metaphysische Gesten und kosmische Modelle daraus zu entdecken sind. Wir werden einen relativ kurzen Artikel, das sind ungefähr 15 Seiten von John Hendricks über Renaissance-Ästhetik und Mathematik, also exakt unser Verhältnis, lesen. Aber parallel dazu würde ich Ihnen gerne empfehlen, einen kurzen Eintrag in einem Wörterbuch zur Mechanik über die begriffliche Bestimmung dessen, wie wir über Mechanik denken, von einem Physiker, Fritz Kraft, zu lesen. Weil die Mechanik nämlich, das ist die Verwandtschaft auch mit der Rhetorik, die Mechanik sagt, ich gehe mit Kräftevergleichnissen, mit Kräfteverhältnissen um, die im Überfluss gegeben sind. Ja? Im englischen Wort to be resourceful hat noch immer damit zu tun. Damit kann man listig sein, tricksen, man kann eigentlich immer andere alternative Gesichtspunkte sich ausdenken. Und es ist eine sehr schöne Geschichte durch die jüngere Technik unter diesem Aspekt. Das sind ungefähr 5 Seiten. Dann bedanke ich mich sehr und wir können gerne Fragen beantworten. Ich gehe dazu aber auf meinen eigenen Computer und schicke gleich eine neue Einladung raus, wenn Sie bei der Fragerunde mitmachen möchten.